Es hört sich immer noch komisch an, das jetzt zu sagen, aber hallo aus meiner neuen Wohnung. Ich bin hier in meiner neuen Wohnung, wahrscheinlich für viele euch auch eine Überraschung, weil ich davon überhaupt nichts erwähnt habe. Aber hier ist meine neue Wohnung. Ich bin gerade noch mitten im Umzug, deswegen sieht es hier noch ganz chaotisch aus. Ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich wohne weiterhin in München, falls diese Frage aufkommt. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch mal die Wohnung und ja, vielleicht habt ihr auch Einrichtungstipps oder was man hier draus machen kann. Wir fangen einfach mal an und ich zeige euch die Wohnung. So, hier ist der Eingangsbereich. Hier habe ich meine Schuhe aufgestellt. Ich muss mal schauen, wie ich das hier mache. Hier ist viel Platz auch für eine Garderobe oder so oder einen Schrank. Auch meine Jacken müssen ja irgendwo hin. Genau, also hier Schuhe. Ist alles noch total provisorisch hier gerade. Dann kommt man rein und hier ist gleich das Wohnzimmer. Das Coole ist, ich konnte alle Möbel übernehmen, die hier sind. Das war sehr praktisch, weil ich so keine Möbel kaufen musste und sofort die Wohnung schon bewohnbar ist und man nicht alles raufschleppen muss oder sonst irgendwas. Sehr, sehr praktisch. Das Sofa hat mir auch sehr gut gefallen. Ist auch eine Schlafcouch. Also ich kann hier auch ja, Leute beherbergen, was auch sehr praktisch ist. Das konnte ich vorher nicht. Dann ein Couchtisch. Die Lampe da im Hintergrund. Ich glaube, sie ist von IKEA, aber sie macht sehr schönes Licht am Abend. Und ja, dann hier ist der Esstisch. Genau, mit drei Stühlen. Also hier kann man mal ein Weinchen trinken oder was essen und so weiter. Ich muss auch noch schauen, ob ich alles so stehen lasse. Vielleicht verrücke ich auch irgendwas oder wenn ihr irgendwelche Ideen habt, könnt ihr sie mir gerne auch schreiben. Ja, dann ist hier so eine Kommode. Da stand bei der Vormieterin der Fernseher drauf. Werde ich vielleicht auch so machen oder vielleicht tue ich das auch ins Schlafzimmer und kaufe da hier noch was anderes. Mal sehen. Genau, das Coole ist, hier geht es raus auf einen ganz großen Balkon, was ich auch sehr cool finde bei der Wohnung hier, gerade im Sommer und dass man einfach einen Ort hat, wo man ein bisschen rausgehen kann auch. Genau. Ja, dann ist hier die Küche. Ist jetzt nicht so groß, aber sie hat alles, was man braucht. Sogar eine Geschirrspülmaschine. Auch sehr cool. Bisschen blöd finde ich den Herd. Der hat nur zwei Platten. Ja, muss ich mal schauen, ob das klappt und so. Aber ja, die Küche war drin. Von daher wird schon passen. Und ich wohne ja eh alleine hier. Ja, der Bierkrug ist schon mitgekommen. Waschbecken. Hier sind überall Schränke mit viel Platz. Genau, dann einen Ofen habe ich, auch sehr praktisch, Kühlschrank, muss ich auch noch erstmal einschalten. Also ich bin jetzt gerade erst hier drin. Und ja, dann ist hier das Badezimmer und das fand ich auch sehr schön, als ich die Wohnung angeschaut habe, weil es so groß ist und auch mit einem Tageslichtfenster. Ist echt, ja, schon ein großes Badezimmer, würde ich sagen. Auch der Stil hat mir gut gefallen, hier mit dieser riesigen Ablage auch, finde ich sehr praktisch. Spiegel ist schön, die Dusche fand ich sehr modern hier mit dieser Glaswand. Also gefällt mir echt sehr gut. Da kann man eine Waschmaschine hinstellen und hier kann man ja auch noch ganz viele Sachen reintun. Handtuchhalter, alles schon hier drin. Und zu guter Letzt das Schlafzimmer, auch richtig schön groß. Mit einem richtig großen Bett auch, was ich auch sehr cool fand. Hier ist ein schöner Schrank, der war auch schon drin. Wobei mein Traum ist ja hier so ein schöner Pax-Schrank, der hier komplett eingebaut wird. Das wäre echt cool, dann kann man alles verstauen und ordentlich einräumen. Und ja, ich habe eh so viel Klamotten und so. Also mal schauen, ob der Schrank überhaupt reicht. Ja, da steht noch ganz viel Zeug. Und dann hier nochmal der Blick aufs Schlafzimmer. Aber das Bett sieht echt gut aus. Bin mal gespannt, wie man hier drauf schläft. Und Lampe fand ich auch sehr schön. Und ja, das war's eigentlich schon. Mehr gibt es gerade gar nicht zu zeigen. Ich wollte nur so eine leere Wohnungstour mal machen. Ich melde mich dann auch nochmal, wenn die Wohnung eingerichtet ist und ein bisschen wohnlicher aussieht und weniger chaotisch. Aber ja. Bin echt sehr zufrieden, hatte auch echt Glück, dass ich die Wohnung bekommen habe und gefunden habe, weil ja, wie ihr wisst, hier in München ist das nicht so leicht, wahrscheinlich schon deutschlandweit mittlerweile, also man sucht ja echt überall wirklich lang nach einer Wohnung, von daher bin ich echt sehr happy, dass ich die Wohnung bekommen habe und für
eine Person ist die echt super und ja. Genau, jetzt werde ich mal anfangen, hier mich ein bisschen einzurichten und alles wohnlich zu machen. Und dann gibt es wahrscheinlich auch nochmal ein Video aus der eingerichteten Wohnung. Macht es gut, ich freue mich über einen Daumen hoch und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Bis zum nächsten Mal, ciao und tschüss.